Lass uns einen Näh-, Woll- oder Bastelkorb nähen. Es ist auch ein Freebook. Alle meine Schnittmuster sind in meinem Online-Shop erhältlich. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und der Link zum Freebook ist auch in der Videobeschreibung. Hier sind all die benötigten Materialien aufgelistet. Ich empfehle, ein sehr stabiles Bügelvlies für den Korbboden zu benutzen. Musst du aber jetzt nicht mitschreiben, ist alles im E-Book auch aufgelistet. Bügle das Bügelvlies auf die Rückseite der Innen- und Außenstoffteile der Korbseiten, der Henkel und des Bodens. Falte das Taschenteil horizontal in der Mitte und bügele es. Und natürlich auch für das andere Taschenteil. Zur Dekoration nehme ich eine Spitzenborte und Farbenmix-Webbänder, die ich zurechtschneide. Nun stecke ich die Borte an den Taschenteilen fest. Dann nähe ich das Webband auf die Borte und nähe somit beide auf einmal fest. Du kannst natürlich auch andere Dekorationen benutzen. Aufnäher, Schleifen und Rüschen wären auch süß. Vielleicht mache ich das nächste Mal.
Stecke die Außentaschen an den äußeren Korbseiten fest. Nähe die Taschenteile mit groben Stichen entlang der Außenkanten an die äußeren Korbseiten. Nähe ein paar gerade Nähte, um kleinere Taschen zu machen. Du kannst die Abstände so groß oder so klein machen, wie du magst. Kleinere sind super für Stifte und größere sind super für größere Sachen, die du in die Taschen reinstecken möchtest. Nähe das Polyestervlies auf die Rückseite der inneren Korbseiten. Wenn du aufbügelbares Volumenvlies hast, kannst du es einfach aufbügeln. Nähe mit groben Stichen entlang der Außenkanten. Lege jeweils zwei Seitenteile aufeinander und nähe sie entlang der beiden Seitenkanten zusammen.
Steck und nähe das Polyestervlies am inneren Korbboden fest. Ein besonders stabiles Vlies eignet sich am besten. Stecke die Bodenteile an den Seiten fest. Hierzu falte ich das untere Bodenteil, damit ich weiß, wo die Mitte ist. Und dann stecke ich die Kanten, die gefalteten Kanten, genau an die Seitennähte hier. Nähe die Bodenteile an den Seiten fest. Wir nähen rundherum beim äußeren Korb und lassen eine 8 bis 10 cm große Wendeöffnung beim inneren Korb. Stecke die Henkelteile rechts aufeinander. Stecke auch das Polyestervlies fest. Nähe entlang der beiden Außenkanten.
Wende den Henkel nach außen. Das ist leider ein bisschen mühsam und fisselig hier. Ich habe dazu eine dicke, feste Stricknadel benutzt. Aber ich glaube an dich, du kannst es schaffen. Bügle den Henkel. Steppe die beiden Außenkanten ab. Stecke den Henkel an der Mitte der oberen Korbkanten fest. Dazu falte ich auch hier wieder das Korbteil hier, um die Mitte zu finden. Und dann stecke ich eine Nadel in die Mitte, damit ich nicht vergesse, wo die Mitte ist. Und dann stecke ich die Henkel daran fest, damit alles schön mittig ist. Man kann das natürlich auch mit Stoffmarker markieren, wenn man möchte. Geht auch. Nähe den Henkel mit ein paar groben Stichen fest, damit er nicht verrutscht. Wende das äußere Korbteil nach außen und stecke es in das innere Korbteil. Nähe Innen- und Außenkorb entlang der oberen Kante zusammen. Wende den Korb durch die Wendeöffnung nach außen. Hierbei habe ich dann so doll gerupft, dass ich die Wendeöffnung etwas größer gerupft habe. Da muss ich eben ein bisschen mehr zusammennähen nachher. Nähe die Wendeöffnung von Hand zu. Ich benutze dazu ein Ladder Stitch. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Steck die obere Korbkante mit Nadeln fest. Nähe entlang der oberen Kante. Das ist jetzt eine kleine Herausforderung hier mit den vielen Lagen von Stoff und dem Henkeln im Weg. Ich habe erst viel zu spät gemerkt, dass ich ja den Henkel nicht hochhalten muss, sondern einfach nach unten klappen kann. Aber das musst du ja nicht so umständlich machen wie ich hier. Ja, jetzt habe ich es endlich geschafft, es richtig zu machen. Und dann ist der Korb auch schon fertig und ich habe gleich mein schönes Nadelkissen und mein Nadelheft, ein bisschen Wolle, mein Lineal, einen Stoffmarker und eine Schere reingesteckt, weil ich so aufgeregt war. Mein Korbboden ist nicht so fest, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass man einen festeren Korbboden machen könnte. Oder vielleicht das Schnittmuster verkleinern, dann ist es stabiler in sich. Aber wenn du stärkeres Bügelvlies benutzt, sollte das kein Problem sein. Oder vielleicht sogar einen festen Korbboden reinmachen. Und mein kleines Nadelheft passt genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Wenn du mich unterstützen möchtest, guck dir doch bitte meinen Shop an. Hier ist eine Vorschau für meinen Shop und der Link ist in der Videobeschreibung. Hier da unten unter mir gibt es das nächste Video. Und bitte gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!